Moin und willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch das iPhone 15 Pro Max vorstellen. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Ja, hier ist endlich das iPhone 15 Pro Max. Ich habe, glaube ich, eine gefühlte Ewigkeit gewartet. Wir werden das ein bisschen gemeinsam auspacken, kurz ein bisschen vergleichen. Ich habe das iPhone Pro Max 13 oder 13 Pro Max besser gesagt. Das werden wir noch mal ein bisschen vergleichen, auch vielleicht ein bisschen wiegen. Aber ins Detail werde ich nicht gehen, weil das gibt schon genügend Videos. Ich möchte es halt nur vorstellen und wir machen ein kleines Unboxing. Ja, hier seht ihr, könnt es lesen, iPhone 15 Pro Max. Ich habe mir auch den Karton mal vom 13er geholt. Also zum Vergleich. So. Ich habe mir das Titan Schwarz geholt. Oder Black oder Grau. Hat dann klar auch diese Prägung. Ja, hier ist dann klar die Dynamic Island zu sehen. Das hat dann klar noch die Notch. Und mir ist aufgefallen, dass der Karton vom 13 Pro Max minimal höher ist. Es ist nicht viel, nur ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir packen das jetzt mal gemeinsam aus. Das sind ja so die schönsten Momente, wenn man Apple-Produkte auspackt. Eins. Zwei. Was ich schade finde, ist, das ist ja schon bekannt. Da kommen wir gleich separat drauf. Ja, es fühlt sich schon mal im ersten Moment schon mal weicher an, weil das ja auch abgerundet ist. Ich bin da klar auf den Action-Button da klar definitiv gespannt, denn ich habe mein Telefon ja fast immer auf lautlos. Deswegen könnte man auch den anders belegen. Entweder über Kurzbefehle, dann kann man klar mehrere Sachen bedienen oder halt ja, Videoaufzeichnung, Kamera oder ähnliches. Aber da kommen wir gleich nochmal direkt drauf zu. Hier kommen wir einmal noch zum Inhalt. Hier ist natürlich klar USB-C auf USB-C. Das finde ich da schön. Was ich, ist mein persönlicher Eindruck, nicht schön finde, ist, es hat natürlich klar die höhere Geschwindigkeit. Es ist aber nur ein 2.0 USB-C-Ladekabel dabei. Und wenn man schon geflochtenes Band dabei hat, warum kann man das nicht in der Farbe machen? Aber gut, das ist vielleicht Meckern auf höchstem Niveau. Ja, sonst ist hier nichts weiter drin. Ja, hier ist die SIM-Nadel. Dann hier die ganzen Garantiebestimmungen und ein Apple-Sticker. Würde ich mich auch mal freuen, wenn das denn in der entsprechenden Farbe sein würde. Gut, jetzt kann man das klar sagen, wir wollen ja klar ökologisch sein und nachhaltiger sein, dann verzichtet man da drauf. Ich würde sagen, den Karton packen wir mal beiseite und dann gucken wir uns mal das 15 Pro Max an. Ich habe das in der 512 GB Variante, wie auch schon mein 13 Pro Max. Hier ist es natürlich auch schon mal beschriftet. Ausschalter, laut, leise und ja gut, hier ist ja klar jetzt Ton aus, symbolisch gemeint, ist matt, ich halte gleich mal das 13er noch dazu, hier ist ja klar ein Fünffach-Zoom dabei, macht ja, einen sehr hochwertigen Eindruck, also wir wollen das jetzt nicht schlecht reden. Obwohl der Edelstahlrahmen da klar auch schön aussieht. Ich bin jetzt einmal umgeschwenkt auf mein iPad Mini, damit ich auch gleich das 13er daneben halten kann. Wir machen das mal weg. Wie sich das anhört. Ich weiß nicht, ob ihr das. Ja, hier seht ihr das. Wenn ich das ein bisschen im Licht bewege, dann könnt ihr die Dynamic Island sehen. Ich halte jetzt mal das iPhone 13 Pro Max dazu. Hier ist ein kleiner Panzerglas drauf.
Das werde ich gleich klar auch hier und ich habe mir klar auch immer eine Schutzhülle. Ja, das sieht na klar deutlich besser aus. Ansonsten, ja, tut sie nicht viel. Ich halte sie mal, ich versuche sie mal so hinzuhalten. Es ist ganz kleines Stückchen kleiner. Ich versuche es einzufangen. Ich glaube, das klappt nicht so ganz. Dadurch, dass der Rand deutlich schmaler geworden ist, ist es klar ein bisschen kleiner geworden. Und es ist auch deutlich leichter geworden. Also doch, das merkt man schon. Ich kann ja mal die Waage hinhalten. Und wollen wir damit die Waage raufsetzen. Ich glaube, das kriege ich wohl nicht ganz eingefangen. Ich versuche mein Bestes. Ich lege doch mal den Karton darunter, dann können wir das doch gemeinsam gucken. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So. Ich lege jetzt erstmal das 13er drauf. Das sind dann 206 Gramm. Jetzt lege ich das 15er drauf. Gut, ich mache jetzt noch, weil ich habe noch das Panzerglas noch nicht drauf. Ich sag mal, ich lege mal 2 Gramm drauf. Jetzt sind wir bei gut 185 Gramm. Also das macht sich schon bemerkbar. Das finde ich ja schon mal sehr, sehr gut. Das ist schon mal ein positiver Eindruck. Aber was haltet ihr davon? Was sagt ihr eigentlich zum USB-C? Also ich finde es auf der einen Seite gut, dass die EU das geregelt hat, dass das durchgeboxt wird. Gut, Apple hätte jetzt noch ein Jahr, glaube ich, Zeit gehabt, meine ich so um den Dreh herum. Ich finde aber das gut, dass es jetzt schon ist, weil die MacBook Pros, die Tablets, die haben alle USB-C und das finde ich auch gut. Was ich schade finde, ist, es lädt dadurch nicht schneller. Aber ich kann jetzt schon sagen, mein erster Eindruck ist sehr, sehr gut. Fühlt sich richtig gut an. Es ist ja weicher oder geschmeidiger. Wieso? Ja, schwer zu erklären. Das ist ja klar alles individuell. Das ist mein persönlicher Eindruck. Und wie ich schon zu Beginn des Videos sagte, ich bin gespannt auf den Action-Button, der hier oben ist. Was ich schade finde, ist, dass für ja, Europa immer noch der physische SIM Slot vorhanden ist. Warum kann man das nicht wie bei der Apple Watch eine eSIM machen? Dann hätte man ein Bauteil weniger. Aber gut, ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau. Fühlt sich gut an. Ich werde das jetzt mal einrichten, werde na klar ein Backup von meinem 13 Pro Max machen, dass ich denn das Backup auf das iPhone 15 überspielen kann. Und ich mache das immer am PC und nicht in der iCloud. So habe ich alle Daten, die ich alle speichern will. Aber gut, das muss ja klar jeder für sich selber entscheiden. Ich mache das so und dann kann ich nur sagen, das sind bisher meine besten Erfahrungen. Dann brauche ich nichts neu einfügen. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es funktioniert. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer TechDave. Ja, danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Liked mich, teilt mich. Einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Zwei Daumen hoch, wenn es euch nicht gefallen hat. Und supportet mich doch weiter. Bis dann.